So, also für diese Folge habe ich mir zwei Sachen vorgenommen. Einmal möchte ich meine Miliz weiter trainieren im Danger Room und überprüfen, wie es mit der Rüstung aussieht. Und ich will hier vorne die Fallen ein wenig umbauen. Ich glaube, das wurde jetzt schon drei, vier Mal vorgeschlagen, dass wir diesen 3x3er-Block Fallen hier wegnehmen, stattdessen da eine Brücke hinbauen, so ähnlich wie hier, und dafür dann den ganzen Weg hier mit Fallen pflastern. Das ist zwar ein wenig überpowered, aber wir machen das erstmal nur hier. Also wir machen es jetzt nicht diese ganzen Schnörkelschlange hier lang, sondern nur hier am Anfang, um zu gucken, wie wir damit klarkommen. Soll auch nur eine temporäre Lösung sein. Eigentlich hätte ich das ganz gerne später so, dass wir genug gut ausgebildete, gut ausgerüstete Zwerge haben, um die Kämpfe fast alle von Hand zu machen. Also dass wir uns kaum noch auf die Fallen verlassen müssen. Weil so sollte das eigentlich auch sein. Ein paar Fallen, schön und gut, aber nur Fallen macht das Ganze irgendwie ein bisschen zu langweilig. Also, erst müssen die Fallen hier vorne alle weg. Und während das dann alles weggemacht wird, gucken wir nach der Miliz. Die ist dann noch fleißig am Trainieren. Aber wir wollen die runter in den Danger Room schicken. Beziehungsweise erstmal vor den Danger Room. Hier hin. Und dann überprüfen wir mal wieder deren Ausrüstung. Gucken, ob sie das Gröbste dabei haben und dann schicken wir sie wieder rein. Ist der Trupp eigentlich vollständig? Ja, ist er. Sehr schön. Da gab es ja zwischendurch ein, zwei Ausfälle. Gerugon kommt gerade wieder aus seinem Gefängnis raus. Oh, stimmt, Gefängnis. Da mussten noch Metallkäfige rein. Also BJ. Da am besten ein ohne ein Goblin drin. Oder irgend so ein Getier. Da ein Kupferkäfig. Und so rein der Optik halber oben auch nochmal einen hinten. Was haben wir da noch so? Ein Zinnkäfig. Nicht unbedingt stabiler. Aber es soll ja halt nur dafür da sein, dass wir da einen richtigen Raum definieren können. So, vier Milizionäre, fünf, sechs Milizionäre. Das sieht doch gut aus. Habt ihr denn auch ein paar Sachen dabei? Brustplatte, ja. Schuhe, ja. Helm, ja. Sehr gut. Lederhosen, Eisenhosen, Handschuhe. Ah, sehr schön. Also ich glaube, langsam haben wir das im Griff mit der Ausrüstung. Sie haben zwar noch nicht optimale Ausrüstung, aber wenigstens haben sie immer in irgendeinem Slot. Sie haben immer in jedem Slot einen Gegenstand mindestens drin. Und auch meistens aus Metall. Okay. Also, Jungs. Ist die Tür offen? Ja. SAM. Geht doch mal bitte da rein. Die zwei wissen, worum es geht und gehen außen rum, um eventuell nicht rein zu müssen. Aber nee, alle Mann müssen rein. Auch der da hinten, der so langsam ist. Bist du jetzt wirklich der Krüppel? Nee, bist du nicht. Du bist einfach nur so langsam. Komm schon, beeil dich, Chef, bevor der erste wieder weggeht, genau wie der da. Ah nee, der wollte bloß den Chef ein bisschen necken, dass er schneller reinkommt. Okay, so. Fast alle drin. Tür zu. L. Und ein wenig den Knopf da auf Repeat laufen lassen. Ich schätze mal so ein, zwei Minuten und dann gucken wir wieder, ob es irgendwelche Verwundeten gibt. So, Käfig ist noch nicht da. Da unten kommen die Käfige, sehr schön. Oh, da ist schon wieder eingeschlafen. Das heißt, der ist ohnmächtig geworden. Guck mal, der da. Zack, ein Treffer, ohnmächtig. Rechter Oberarm, nee, linker Oberarm, linker oberes Bein. Der hier hat am Arm was abbekommen. Okay, gucken wir uns den an, der verwundet worden ist. Hast du alle Ausrüstung? Du hast Brust geschützt, Hand geschützt. Jedenfalls die eine, die andere auch. Du hast den Helm geschützt, du hast die Schuhe geschützt. Du hast nichts an den Armen, aber es gibt auch keine Armplates oder Pauldrons oder wie auch immer die Schulterschoner normalerweise heißen müssten. Das müsste eigentlich von der Brustplatte mit abgedeckt werden, die Zone. Das ist jetzt komisch. Und auch, dass er am Bein getroffen wurde. Er hat Eisenkettenpanzer, ne Quatsch, Eisenpanzerplatten an. Also noch eine Hose drunter und Lederhosen, genau. Das ist sehr komisch. Muss es weiterlaufen lassen? Ja, komm. So lange, bis der Blut fließt.
Noch irgendjemand ohnmächtig geworden? Nee. Wunden. Ist er da am rechten Oberarm auch was bekommen? Das scheint fast so, als wenn die Brustplatten jetzt wirklich nur noch die Brust schützen würden. Also wie so ein Kyras und nicht so ein richtiger Stahlplattenpanzer, wie wir ihn immer kennen. Wo dann auch gleich die Arme mit drin sind und Halskragen und was weiß ich. Das wäre jetzt ärgerlich. Dann bräuchten wir irgendein anderes Rüstungsoberteil, das alles abdeckt. Aber warum denn nur da eine? Die anderen sind doch genauso ausgerüstet. Okay, den lasse ich noch ein bisschen weiter knuffen. Ist ja nur einer von denen. So. Sind oben inzwischen die Fallen abgebaut? Ja, sind sie. Das heißt, wir müssen da jetzt alles auschanneln. So. Und wir können schon mal neue Fallen aufstellen. Also B, Shift D, C. Konditmechanismus, okay. Käfigfalle, jo. Kann ich immer schön Enter, 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 Enter. Machen wir. Oh, wollen wir die gleich so weit am Anfang haben? Das kann man ja auch taktisch nutzen, wo man die Fallen hinsetzt. Aber wenn sie jetzt gerade reinkommen und dann gleich in die Falle tapsen, dann laufen sie eventuell schon wieder einen Schritt zurück und kommen dann hinter unser Floodgate. Jetzt wollen sie auf die Brücke drauf. Aber nee, das passt schon. Wir machen einfach ganz viele hin, damit wir auch die richtig großen Belagerungen, die eventuell noch kommen, überstehen können. Zumal die Fallen gegen die Fliegerlinge ja eh nicht schützen werden. Das könnte noch sehr interessant werden. So. Dann machen wir das hier noch einmal. So. Und diese 5 hier lasse ich bewusst aus, weil der Computer da eh nicht langlaufen wird. Der nimmt hier immer den direktesten Weg und das wäre hier außenrum. Ein Feld als Toleranz ist okay, aber ich denke nicht, dass er 3 Felder ausweichen würde. Oder 2. So, das reicht eh erstmal an Fallen. Weil danach müssten sie ja eh noch durch die durch und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier noch eine Mauer, wo sie sich durchkämpfen müssten, wenn sie einen Oge dabei haben. Oder Troll, eins von beiden. Der einzige Haken sind halt echt die Fliegerlinge. Die könnten einmal durchrasen. Aber ich weiß nicht, wie viele davon kommen. Ich habe noch nie gegen die Flieger gekämpft. Die gab es in den alten Versionen nicht. Die sind noch relativ neu. Ich glaube ein paar Monate. Ja, das könnte also interessant werden. Aber gucken wir jetzt erstmal wieder langsam runter in Danger Room. Ob es da inzwischen irgendwelche Blutspritzer gibt. Nö. Er hat sich jetzt auch noch am linken Fuß verletzt. Ah, es ist echt cool. Ah doch, der hat auch sich am linken Fuß verletzt. Aber allgemein häufen sich bei ihm ein wenig die Wunden. Das finde ich komisch. Ich gehe mal auf Z und gucke ihn mir genauer an. Oder sie genauer an. Vielleicht ist sie nur einfach ein sehr schwacher Mensch. Oh. Ihr 5. C am rechten Fuß ist gebrochen. Ihr 5. C am rechten Fuß ist aufgeplatzt. Ihr linkes Ohr ist gebrochen. Man kann Ohren brechen. Ich dachte, das wäre ein Knorpel. Ihr linkes Ohr ist geprellt, rechter Oberarm ist geprellt, linker Fuß ist geprellt, linker Oberarm ist geprellt. Aber es sind alles nur Prellungen. Also außer hier am rechten Fuß da eine Zeh. Aber es sind keine wirklich tiefen Wunden, die irgendwie die Muskulatur angegriffen haben oder irgendwas Wichtiges. Und sie hat recht viele Narben. Ich glaube, die haben auch negative Auswirkungen, also permanente negative Auswirkungen. Obwohl, gucken wir uns mal ihre Fähigkeiten an. Sie ist absolut inexhaustible. Also sie kann, hat sehr viel Stamina. Sie kommt sehr selten außer Puste. Was jetzt aber nicht unbedingt erklären würde, warum sie sofort ohnmächtig geworden ist, wenn sie so wenig aus der Puste kommen kann. Und sie ist sehr langsam beim Heilen. Erklärt aber trotzdem nicht, warum sie öfters verletzt wird als die anderen. Sie hat eine gute Intuition, kann Gefühle gut erkennen, ist intelligent, kreativ, hat aber keine Willenskraft und kann sich schlecht konzentrieren. Ja, nö, erklärt alles nicht, warum sie primär verletzt wird. Gucken wir uns nochmal die Ausrüstung an. Brustplatte, Hose, Handschuhe, Schild,
Panzerplatten in den Beinen, Helm auf dem Kopf. Oh, sie hat nur einen Schuh an. Okay, sie hat nur einen rechten Schuh. Und zwar den Stahlschuh. Das erklärt natürlich dann auch gleich die Verbindung am linken Fuß und am linken Bein. Aber warum ist die Arme Inventar? Du hast einen linken Handschuh. Du hast einen rechten Handschuh. Also entweder die Handschuhe oder die Brustplatte müssten die Arme abdecken. Eins von beiden. Na gut, aber wir hatten ja gerade nachgeguckt, es sind keine schweren Verletzungen. Das heißt, wir lassen sie jetzt einfach noch ein, zwei Minuten drin geschubst werden. Dann lassen wir sie raus, damit sie nicht meckern. Und wiederholen das in ein, zwei Folgen dann nochmal. Und dann müssten sie auch irgendwann gut genug trainiert sein, um dann in Reserve zu gehen. Dann stellen wir einen neuen Hammertrupp auf und der darf dann in den Danger Room runter. Mit der Ausrüstung aus dem Reservetrupp. Da wir noch nicht Ausrüstung genug haben für zwei Trupps, bei weitem nicht. Aber ich sehe gerade, wir haben noch ein wenig Holz, das könnten wir gleich mal zur Kohle machen. Wir hätten gerne Make Charcoal, 30 Stück. Immer mal wieder zwischendurch anwerfen. So, ausgechannelt ist es da. Dann müssen wir jetzt nur noch Z hier die Rampen rausnehmen, dass sie nicht auf der Seite hochkommen können. Das heißt, unsere Zwerge gehen jetzt dahin, machen die Rampen weg und laufen dann da hoch und da rum. Dadurch verhindern wir, dass die Goblins halt eine Abkürzung nehmen können um die Fallen rum, falls die Brücke mal hochgezogen ist. So, Fallen werden auch langsam aufgebaut, sehr schön, also falls wir jetzt angegriffen werden. Und wenn dann hier die Rampen weg sind, können wir auch die Brücke aufbauen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo die sich hin verziehen soll. Also man kann ja einstellen, in welche Richtung die sich zurückzieht. Weil es könnte sein, dass sie sonst hier ein Stück blockiert und dann keine Wagen durchkommen können. Das würde sie ja nur blockieren, wenn sie hochgezogen ist. Dann kommen eh keine Wagen. Ja, okay, das dürfte also keine Probleme machen. So, die letzte Rampe auch noch. Komm schon, nimm die letzte Rampe da weg. Du setzt einen Käfig. Da ist der Zwerg, der das macht. Sehr schön. Also, wir hätten gerne B. Wir hätten gerne eine Brücke. So. KKUU. Und wir drücken D. Ah, da müssten wir sie da verankern. Ne, das will ich nicht. Wir hätten jetzt gerne X. S, D. Ah, okay, wenn man S drückt, heißt es Retracts. Das heißt, sie zieht sich zurück. Sie wird nicht hochgeklappt. Dadurch können wir keine Gegner durch die Gegend schleudern, aber das ist auch nicht so wichtig. Also ich probiere das mal so. Können wir mal noch austesten. So, und wir hätten sie gerne gebaut aus Granitblöcken. Einfach so, damit es einigermaßen einheitlich ist. Außerdem sieht man das Blut darauf besser. Das ganze Goblinblut hier draußen ist ja auch irgendwie nie wirklich weggegangen. Warum auch immer. Ist das überhaupt Blut? Ja, aber es ist nicht unbedingt nur Goblinblut. Das ist komisch, warum wurde das nicht weggeregnet? Das ist doch alles zum offenen Himmel hier. Aber ja, ich reg mich nicht über das... Oh, Migranten, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich reg mich nicht über das Blut auf. Denn früher gab es einen richtig garstigen Bug, den habe ich glaube ich schon mal erzählt. Dass das Blut nicht verschwindet und dann riesige lange Spuren dadurch entwickelt wurden. Aber gut, zählen wir die neuen Migranten. Gehen wir mal eine Etage runter zum besseren Zählen. Eins. Was bist du denn für einer? Du siehst ja komisch aus. Was ist dein Beruf? Administrat, oh oh. Ich glaube, wir kriegen gerade neue Nobelmänner. Das ist nicht gut. Und Lord Gerogon hat was beantragt. Ja, das machen wir ganz schnell. Zwei Crossbows. So. Q. Make Bone Crossbow. Zwei Stück. Also zwei, zweieinhalb, dreieinhalb. Noch so ein komischer Kerl, das ist ein Mechaniker. Viereinhalb, fünfeinhalb. Fünfeinhalb? Ne, da kommt noch mehr. Kommen noch Tiere. Sechseinhalb, siebeneinhalb. Ich denke, das wird eine größere Welle werden. Achteinhalb, neuneinhalb, jo. Gucken wir mal unter Einheiten. Wir sind bei 135 Zwergen. Ah, schon ordentlich.
Aber wir waren doch eben schon bei ziemlich vielen, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele wir vor kurzem noch hatten. Nö, das war's wohl. Also ungefähr 10 Zwerge oder so. Nicht gerade die Welt, aber na gut. So, Gerogon hat ein Mandat, sonst hat keiner ein Mandat, richtig? Richtig. Wir haben keinen Militia Commander und wir haben keinen Champion. Ich glaube, Champion waren es einfach nur Unterbefehlsführer. Dafür ist unsere Miliz noch viel zu klein. Na gut. 10 Zwerge, keine Goblins bisher. Aber wenn Migranten kommen, können auch Goblins kommen. Also sollten wir uns bereithalten. Oh, ich habe die Jungs ganz vergessen. Ich wollte gerade sagen, wir sollten jetzt mal die Miliz zum Eingang schicken. Miliz, da war doch was. Da ist ein neues Bild. Irgendeiner davon ist zur Legende geworden. Also Wunden. Da ist noch jemand ohnmächtig geworden. Ha, ist da jetzt jemand gestorben oder sind die Wunden weg? Der hier hat nur 2 Wunden. Komisch. Aber gut, du hörst bitte auf den Schalter zu drücken. Die Tür geht auf und S-A-O. So. Ihr dürft jetzt alle nach Hause gehen. Also alle, die nicht ohnmächtig sind. Genau, du. Du bist ohnmächtig, hast aber keine Wunden. Okay. Also die Zwergin, die vorhin so viel gestupst wurde und die 3-4 Wunden davon getragen hat, hat die wohl, während sie da drin war, schon wieder regeneriert. Was recht komisch ist. Aber na gut. Stell dich nicht weiter in Frage. Zeigt uns auf jeden Fall schon mal, dass wir sie öfters in den Danger Room schicken können. Wirklich schwere Verletzungen kommen da wohl nicht mehr. Auch wenn dieses Ohnmächtigwerden mich da ein wenig irritiert. Aber gut. Gerukon geht wieder in sein Gefängnis, ja. Das richten wir mal kurz ein. Make Room. Zack. Gucken wir mal, ob wir das jetzt endlich als Justiz einrichten können. Sehr schön. Jo. Wir haben jetzt offiziell ein Gefängnis. Gucken wir mal ganz kurz. Z. Justice. Wir haben 5 Käfige von 13. Also das müssen wir noch weiter aufbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge waren wir recht produktiv. Die haben trainiert, sogar ziemlich gut. Einer ist zum Master irgendwas geworden. Und wir haben draußen angefangen, die Zugbrücke zu bauen und die Fallen. Das soll mir erstmal reichen. Also bis gleich.